heute weiter im Deiner Riesennetz. Und wir wollen uns das nächste legendäre Pokémon picken. In der letzten Folge haben wir uns Schlinking geholt. Und ich gucke jetzt tatsächlich für euch mal nach, welches Pokémon das überhaupt ist. Beziehungsweise woher sich dieses Pokémon, dieses Pokémon kommt. Ich kenne es nämlich nicht. Ist es für mich ein neues Pokémon? Schlinking. Okay, es ist eine Ultrabestie. Also, damit auf Ultrasonne, Ultramond. Und nicht Drache. No. Okay. Kenne ich nicht. Ich kann es nicht. Das ist für mich was Neues und ja, cool. Okay, machen wir weiter mit der jungen Dame hier. Ich möchte... Ist mir egal. So, okay. Gehen wir mal rein und dann gucken wir mal, welches Pokémon wir diesmal zu Gesicht bekommen. Wir haben Monte Carlo, wir haben Legios, wir haben Krabums und ich werde mir Monte Carlo als erstes picken. Du nimmst Krabums, du nimmst Morlord und du nimmst Blitzer. Okay. Haben wir gut mit. Was kriegen wir denn diesmal zu sehen? Von welchem Typ? Sicher. Okay. Ja, bin mal gespannt. So, Kampfwasser. Mit Monte Carlo haben wir natürlich alles andere als ein gutes Pokémon dabei. Aber gucken wir mal. Wir machen auf jeden Fall das Durchgehen zum Legendären. Was ist denn mal taub, du? Voll Power drauf auf. Tauchst du erstmal mit dem Siedewasser, mit deiner Flut? Wir haben aber auch nichts wirklich dabei, was mir helfen könnte. Dann gehen wir auf Toxin. Toxin ist immer gut, weil das wird ja von Runde zu Runde immer stärker. Und Monte Carlo drauf mit der Deiner Flut. Voller Power. Oh, fängt an zu regnen. Dann gehen wir auf volle Power auf die mit deiner Brand weiter. Mit deiner Brand ist ja eine gute, ist das gut, ja? Ja. Jetzt habe ich was klar. Die Initiative steigt drastisch. Jetzt mal instant. Gut. Na gut, durch den Regen wird das Feuer natürlich um einiges abgeschwächt, das ist klar. Morlord geht wieder aufs Siegewasser. Dann gehen wir nochmal drauf auf. Dann sitzt er da bei euch da an. Okay, das geht nicht drauf. Wir gehen weiterhin mit der Feuerattacke drauf. Bei dem jetzt wahrscheinlich nochmal das Ende machen können. Ich muss jetzt das Ende irgendwann machen. Das war fast klar, dass wir es, dass wir den Ärger kriegen. Das war okay. Der wird mit seinem Angriff steigt. Mach doch nicht so Schmarrn. Wie sowas wie rechte Hand und Amnesie. Na klar. Auf Flammenwurf. Fast komplett sogar.
Blitzer macht jetzt den Feierabend. Sehr geil. Sehr gut gemacht, Blitzer. Gut gemacht, dass du da. Charakter ist geschwächt. Wir können es jetzt natürlich versuchen zu fangen. Ich habe ja Premiere-Ball, also ich weiß, ich kann ja schmeißen. Damit ist K-Octo schon mal gefangen. Nein. Kein Pokémon. Keiner möchte das K-Octo mitnehmen. Okay. Wir gehen auf Stahl. Man wird auf Pflanze gehen können, sehe ich gerade. Das wäre egal gewesen. Wir nehmen auf Stahl. Ah, scheiße. Ich nehme mal Stahl-Pokémon mit. Dann nehmen wir danach den Umweg zu der, über die Vorstellung. Über die Heilung da. Oh ja, nee, das ist so tragisch, was wir jetzt, dass wir jetzt ein Zaisurio kapsiert haben. Zaisurio ist jetzt nicht das Über-Pokémon. Ja, wollte gerade sagen, der Fokusstoß sollte ihm natürlich richtig zusetzen können. Und der zweite hinterher und wir hauen noch mit dem Flammenwurf hinterher und dann müsste das Thema durch sein schon. Ja. Ui, das ging aber auch noch ein bisschen langsam, aber ich dachte mir, ja, das passt schon. So, fangen wir das Pokémon. Und das ging eigentlich standgemäß im Vergehen. Zaisurio! Aber egal, ich muss noch nicht kommen, dass das wird auch nicht mehr okay. Wahrscheinlich wieder eine Ultra-Bestie, es kann 75 unmöglich sein. Werden wir dann hoffentlich daher noch erfahren, welches Pokémon uns dann diesmal vorsteht. Ja doch, das machen wir. Gerade mit dem Typ Psycho. Dann haben wir einen Vorteil mit dem Nicht-Pokémon. So, was haben wir denn jetzt nicht? So, Zaisurio nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Ich guck mal gerade, was wir da kriegen würden. Wie Schuh. Okay. Stahl, Boden oder Gestein. Gestein, was ist das für ein Pokémon? Wenn wir uns mal angucken. Ich kann mir gerade beim Besten wirklich vorstellen, was das sein soll. Ach ja, Amagaga. Ja, wir haben einen schon tatsächlich. Also Gamagaga brauchen wir tatsächlich nicht. Aber wir gehen voll drauf auf die Aurasphäre, weil das sollte eigentlich hyperaktiv effektiv sein, also sehr effektiv sein. Ohne. Ja, das ist ein Drachenpo. Das ist ein Typ vom Gestein Eis. Also das könnte man schon so sicher sein. Gamagaga ist ein Sonne, Alter. Das ist doch ein bisschen. Volle Power drauf. Ja, gerade gegen Psycho-Pokémon. Das ist ein Kampf-Pokémon. Nicht ganz so clever. Rechte Hand gegen die Schuhe. Noch ein bisschen extra Power. Und Amagaga ist schon mal down. Ja, wir müssen es jetzt fangen, damit wir da eine Möglichkeit haben. Eventuell. Vielleicht haben wir ein bisschen Glück. Warten wir mal. Wir bei. Dann machen wir da mal rein. Ja, sorry, wenn das immer so kurze Dinger sind momentan. Ich muss mal gucken, wie weit es mit der Story noch weitergeht. Kann ja sein, dass wir schon bald Feierabend machen hier. Ne? Ich glaube, große Story haben wir nicht mehr. Wir nehmen jetzt das Team. Dann gehe ich mit einem frischen Pokémon in den letzten Kampf. Und die Frage ist, welches Pokémon wird es jetzt
Oh, Moment, ich habe eine Vermutung, was es sein könnte. Okay, nee, Selfie hatte ich jetzt nicht auf dem Schirm. Ich hatte Mewtwo jetzt auf dem Schirm. Aber es ist Selfie. So, erstmal mit der Donnerwelle drauf, mein Freund. Jetzt geht er auf links, okay. Was für deine Initiative weg, mein Freund. Selfie würde ich dann tatsächlich sogar mitnehmen. So, okay. Der hat volle Power mit der Donnerattacke drauf. Dieser bleibt bei Spukball, das ist gut. Ich hoffe, dass der Donner jetzt schön viel abzieht in der Spezialverteidigung. Mit der gesunkenen Spezialverteidigung. Nein! Das ist die Hälfte mittlerweile. Die Attacke trifft, ja, zieht auch ein bisschen weit ab, aber nicht wirklich viel. Deiner Chinese. Auf Kravunz. Also Kravunz ist jetzt gefiegt, ja. Aber ich hätte gedacht, vielleicht haben wir ein bisschen Glück mit Knirscher oder so. Haben wir jetzt ein bisschen Glück mit Deiner noch dabei. Gut, uns tut das jetzt nicht weiter weh. Ja, mit deiner Gewitter mal volle Power auf dieses Selfie. Ich würde es gern auch mitnehmen. Ja, Selfie, wie gesagt, das ist halt. Super. Ja, und der Donner könnte jetzt auch mal kommen. Ja, du bist down. Ja, das war die zweite Attacke jetzt. Komm jetzt und Feier machen. Nein! Oh, nicht so viel Arbeit, was wir erwartet haben. Bleibst bei deinem Sternschauer. Tu das, mach das weiterhin, das ist alles gut. So, kannst du schon was mit etwas dazu packen jetzt? So, ich gehe mal auf deine Brocken, ich habe noch ein bisschen Glück. Ja! Gaga steckt's weg. Aber Gaga steckt immer noch ein bisschen was weg. Das ist gut. Das ist nicht unbedingt noch ein Zug zusätzlich, der uns Ärger macht. Komm jetzt. Also alle noch einmal drauf und dann müsste es eigentlich durch sein. Na komm, überstrahlt alles sehr geil. Oh, da haben wir perfekt Uran. Dann haben wir einmal alle vier. Haben wir vier legendäre Pokémon. Und in dieser Aufnahmesession geholt. Angefangen mit Keldeo. Dann haben wir uns. Ja, genau. Dann haben wir Schlinking in der letzten Folge und in dieser Folge werden wir uns Selfie fangen. Genau, Voltolos war die zweite, war das zweite Pokémon, was wir uns gefangen haben. Voltolos war das letzte Folge mitgenommen. Jetzt wird es aber, wie gesagt, Selfie werden. Und das passt ja zum momentan zu der den Welt von Pokémon Go. Da ist ja momentan Chester Westbreed und Turbuts dabei. Aber jetzt haben wir uns das Pokémon auch hier in Pokémon Schild. So, Selfie nehme ich mit, natürlich, klar. Und wir kriegen wieder einige Pokémon mit dabei. So, welches sind wir denn raus?
Ich nehme das Video mal raus. So, ja, dann haben wir's, liebe Leute. Den Run haben wir perfekt durchgearbeitet. Wir machen Feierabend. Wir sehen uns morgen wieder um 18 Uhr. Dann geht's weiter mit dem neuen Aufnahmerun. Und hoffentlich ist mal ohne Probleme. Bis dahin und tschüss bei Let's Play Pokémon. Tschüss.